Hallo? Kann ich die auch nicht machen? Bei uns in Hewitt gibt es eine Tradition. An den 16. Geburtstag schenkt der Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich einen beschissenen Vater hatte. Aber den 16. ist schon eine ganze Weile her, oder? Höchste Zeit, dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Ist klar, das klingt doch ganz gut. Wo muss ich da hin? Soll ich mal einen Trick zeigen, wie man hier ganz schnell wegkommt? Muss man darauf springen? Darauf springen? Darauf springen? Das ist nämlich eigentlich Le Parcours Simulator, heißt das nämlich. Le Parcours Simulator 220. Corona Edition. Bin ich jetzt mal wieder vielleicht auf der Straße? Oh, komm schon. Was ist denn da denn unten drinne? Das ist ein Ausrufezeichen. Lass mal scannen. Da ist eine Leiche. Und Loot. Hier nehme ich alles. Sauerstoff habe ich denn da? Da ist auch noch eine Box. Und eine Katze, was machst du denn nur auf dem Meeresgrund jetzt? Weise eine Granate an den Kampfgadget Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Joa. Was macht jetzt die Katze hier? Was hab ich denn jetzt bekommen? Ich meine, ich habe neue Schuhe nicht bekommen. Ich habe doch irgendwie eine neue Jacke bekommen. Ich habe gar keine Ahnung. Habe ich nicht hier auch noch was im Gesicht? Nö. Nee. So. Scheint noch ein bisschen weg zu sein. Ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt hinkommen sollen. Alter! Das ist mein Auto. Ich könnte gleich wieder durch die Fußgängerzone driven. Alter! Was ist das denn hier? Blaues jetzt? Das ist Touristeninformation, okay. Da ist ja irgendwas passiert oder so, ne? Also soll ich durch? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Lieber woanders längs fahren. Oh, Alter. Er steht halt auch mitten im Weg. Alter, haben wir denn jetzt noch ein Auto? Oh, warum steht er alle im Weg? Digga, Autofahren hier ist halt komplett scheiße, wirklich. Warum ist denn da links jetzt so ein Quest-Symbol wie bei WoW, ey? Ist vielleicht WoW 2077 oder was? Und Schrifty? Zack, bin ich durch. Oh. Oh, das war doch jetzt Need for Speed Style. Oh, ich bin schon wieder falsch.
falschrömmig gedreht. Ja, ich will diese Nachricht lesen. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Ja, keine Ahnung, was er wollte. Digga, waren das nicht gerade eben noch 56 Meter? Jetzt fahre ich hier schon eine Stunde rum oder so. Okay, ich muss jetzt irgendwie da oben hoch. Oh, angekommen, ey. Um das NCPC-Scanner Delikt abzuschließen, musst du alle Gegner neutralisieren und die Beute einsammeln oder die Beute, was auch immer, einstecken. Denk ich mal. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt. Die Cyborgs. Cyberpunk, was mit Cyborgs zu tun hat, vom Namen her, Alter? Ich weiß ja nicht. Bin ich da? Nö. Die Fahrstühle könnten aber auch echt schneller gehen. Laufen aber auch Gestalten rum manchmal. Ach, hier waren wir doch vorhin auch schon mal. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Hier soll ich mir jetzt eine Waffe kaufen, oder was? Ja, du hast halt nicht so geile Waffen, ne? Ich hol mir keine Waffen. Haben wir jetzt noch das hier? Ich kenne nicht viele Ripper, die jemanden einfach mal auf Kredit Kiroshis Optik installieren. Ehrlich gesagt kenne ich bloß einen, Victor. Wenn du das Ganze noch schaffst, vergiss einen Mann nicht, okay? Der hat sich seine Bezahlung mehr als verdient. Ja, das will ich auf jeden Fall nachschaffen. Sieht aus, als wollte Regina dich zu einem Mann, Ein-Mann-Armee im Kampf gegen Cyborg Chills machen. Verständig, wo unser heldenhafter Freund und Helfer des NCBD sich bei dem Wort Cyberpsycho immer gleich in Luft auflöst, was ich bloß nicht verstehe. Warum will sie die Lebenden haben? Okay, das können wir doch machen eigentlich, oder? Nö. Dann machen wir jetzt die Hauptquests weiter, ganz ehrlich. Nebenquests sind ja alles nicht so gerade, die ich jetzt machen kann. Die ist zwischen 18 Uhr und 16 Uhr zu Lizzie's Bar. Die Übergabe, ich würde gerne erstmal die Übergabe. Ach. Okay. Weißt du, was ich an stinknormalen Gangleuten mag? Sie wissen, was ihnen gefällt. Eddie Sex macht manchmal auch einfach das Blut ihrer Feinde an den Händen. Sie sind wahre Engelchen, aber die Malstrom Carbones Shit, bei denen weiß man nie. Starren dich mit ihren Toastvisagen an und du hast keine Ahnung, was in ihrem Prozessor vorgeht. Ich glaube, deshalb gehen Geschäfte mit denen nie glatt über die Bühne, aber manchmal geht's halt nicht anders. Also lass uns das Boot holen und Dex stolz machen, okay? Ja. Dann machen wir die. Wo muss ich hin? Digga, warum wird mir jetzt nicht gesagt, wo ich hin muss? Hä? Achso doch, jetzt wird's mir gezeigt. Oh, wieder mit dem Fahrstuhl runter. Komm ich nicht anders runter? Könnte hier so ein kleines Workout immer angezeigt werden, dass man so. Oh, zurück, seitlich, links, rechts. Oh, zurück. Dreh dich im Kreis und schon bist du heiß und vor. Zurück. Und dreh dich im Kreis und schon bist du heiß und vor. Zurück. Dreh dich im Kreis und schon bist du heiß. Ich fühle mich Disco. Ich fühle mich frei.
Oh, Disco, Disco. Ich bin so heiß. Oder irgendwie so ging das doch. Wollte ich doch gar nicht. Hallo, zurück. So, jetzt mal schnell eine Quest machen, ey. Digga, wer hat mein Auto kaputt gemacht? Ich war immer zu sorgfältig damit. Müssen wir auch nochmal wissen, wo wir das reparieren. Vorsicht! Ja, warum habt ihr denn jetzt... Leute, habt ihr denn jetzt so geschrien? Oh, oh. Oh. Da ist doch gerade irgendwas passiert, oder nicht? So. Guten Auswerfmanöver machen. Von rechts und links. Und dann bei der Statue. Alter, warum fliegt der denn jetzt auf einmal? Oh, Mann. Autofahren ist ja echt nicht so leicht, finde ich. Fahr weiter! Das war auch schon wieder knapp, ey. Mann. Ich hasse hier auf jeden Fall schon mal Autofahren. Oh, das passt. Manchmal sind aber auch Need for Speed Aktionen, die ich hier durchziehe, oder? Knapp. Ob ich hier hoch muss? Bestimmt, oder? Die Tür geht nicht mehr zu. Jetzt ist sie doch aber zu. Nö, ist nicht zu. Tür ist kaputt. Au. Alter, mein Auto ist komplett im Arsch, glaube ich. Bleibt zu Hause. Spart eure Eddies. Ah, da bist du ja. Warte, ich will so cool vorfahren. Komm nochmal, ich komm nochmal neu. Ist es ein Hologramm? Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, die Sonne scheint wirklich. Also stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. Ich bin auch hier. Am Nakoi, ich dachte, wir fahren jetzt hier, oder was? Vaya por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Sexy Machine, ey. Marcel, wir müssen mit ihm, müssen uns mit ihm treffen. War das schon lang? Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Naja, ne? Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Mann, alles mit Geld. Ich hab doch kein Geld. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay. Okay. Weise Worte. Der Borgbestie? Kui, haben wir die Höhle in der Borgbestie? Nö, ich kann los. Na dann, reden wir mal mit den Fixern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Moin Mädels, moin Jungs, sagen wir, okay? Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. No, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen. Alles Ehrenmänner. Und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besucher. Okay. McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Ach, da oben ist eine Kamera.
Wie? Worauf wartest du? Durchbricht das Eis eines Gegners und macht alle mit dem Netzwerk verbundenen Gegner wieder anfällig für Quickhacks. Und das können wir ja kurz mal raufspielen. E9 muss E9 muss als erstes zu E9 kommen. Zack, E9, dann kann ich die Reihe. Da habe ich die 55. Dann habe ich da BD, okay. Bam, beste Hacker auf der ganzen Welt. Wie? Worauf wartest du? Ich sollte das doch hacken. So, ich hätte ja auch Moin sagen können, einfach. McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Kenn euch nicht. Immer noch McDonald's hier. Das ist jetzt einfach rein. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sie erinnern mich nichts in meinem Kalender. Och, AMK, ich soll mit wir Dex reden. Mit Royce sprechen. Dex schickt doch, meine ich. Mit Royce wollen wir reden, hab ich doch gesagt. Traum. Wir warten schon. Ist so easy. Was sind denn das für Jungs? Wie gemütlich. Ja. Ich wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Was soll denn hier der Anzug jetzt? Schön plündern, Level looten, was geht hier hinten noch so ab? Boah. Digga, was machen die so eine. Was ist denn das hier? Hä? Das Arbeits. Ne, das sind Laufbänder, ne? Produktionsbänder oder so. Das Minas, Chico. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos wie Mina was? Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Sind wir doch im falschen Spiel? Ja, diese Typen sind halt mehr als nur ein paar ungezogen. Moin Mädels. Moin Jungs. Hallo. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Oh. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ach, mal schickt langsam. Warum kann ich mir das jetzt nicht nehmen? Moin Jungs! Ihr, die Sympathischen, seid ihr Schweiß und Fuß oder was? So seht ihr auf jeden Fall aus. Wie? Mach keinen. Alter. Cool bleiben, wie? Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Ich hab einen Katana am Stüssel. Was wollt ihr? Ich krieg gleich mal richtig einen auf die Fresse, wenn der mit uns redet. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. So sieht's doch aus. Setzen. Auf Sofa? Oh, normal. Blond. Da sehe ich mich auf dem Sofa. Irgendwie sieht das aus, als wenn der gleich der wichtige Mann ist. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Kalin, sagst ist du uns doch. Ist das so schwer? Aus verficktes Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Er ist gleich dran, Alter. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Hinzug. Was ziehst du?
Was ist das? Skeef. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst, während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Na danke. Ich nehm's doch, Alter. Ist doch unnormal. Besser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen. Ja. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Mhm. Sag ihm mal. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Auf jeden. Und? Was denkst du? Spielkram. Wird reichen müssen, ne? Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Oha. Ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich soll echt doppelt zahlen? Scheiße auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Ich zahl nicht nochmal, wenn du das sagst, Alter. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet? Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Das hab ich gesagt. Dexter DeShawn. Vorne, als ich McDonald's gespielt habe. Der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? So, mir reicht's echt, echt. Hab die Ratte! Komm her, ihr Wichser! Auf sie! Mach sie fertig, mich! Boah, ich will damit rausschlagen. Wurf dich, Cabron! Wer ist bereit für eine Party? Jörda, wir sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Wir müssen deine... Oh, Baby! Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern. Wenn du die Cyberwaffe ballistische Propressor und den Mod Flugbahngenerator für den Kirschi-Optik installiert hast. Alter, was ist denn da alles immer? Weg hier rausfindet. Ich will auch hier nur einfach ballern. Oh ja, ist doch in Ordnung.
Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, mit einem Satz Schemata. Mit diesem kannst du hochwertige Versionen eines anderen erstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items, boah, wenn ich noch einmal ikonisch wäre, ne? Genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Ja, wie geil. Ey, wenn du hier am Anfang des Spiels kein Geld hast, es ist voll kacke hier durchzukommen eigentlich, ne? Bord und Steuerung. Ja, gar nicht alles. Das noch haben. Den Millennium Surf hier haben. Und mal kurz kicken, was ich jetzt so an Waffen hab. Aber die habe ich doch, ne? Ich meine es. Was ist die denn? Ne, die ist nochmal besser. Okay. Gut, was habe ich hier? Hier habe ich nichts bekommen. Habe ich da irgendwas bekommen? Oh. Oh, die hier fällt mir sehr doll. Haha. Wie kann denn sowas eine größere Panzerung haben? Und schon.